Okay, hast du Bock? Hast du Lust? Wanna ride? Bitte? Hast du Lust zu fahren? Ja! Ja? Läuft meine Kamera? Ja. Sag mal, kannst du nicht am Motorrad fahren? Ist ja peinlich. Lauf. Ich will hier noch ein bisschen auf den Po gucken. So Leute, ich bin heute wieder mit Miss Unbekannt hier auf dem Motorrad unterwegs. Sie sitzt hinten schön drauf. Klappt auf jeden Fall ziemlich gut für die Harley, muss ich sagen. Es sind dann hinten so Brötchen, die Sitzbank. Ich zeige euch das gleich auch nochmal in einem Standvideo, wie die Sitzbank da drauf ist. Es ist einfach nur so ein Kissen mit Saugnäpfen, das ist richtig witzig. Ich bin jetzt auf dem Weg, ich bringe sie jetzt einmal zum Frühstücken, sie geht jetzt mit einer Freundin zum Frühstücken. Und wie ist das schon cooler, als mit einer Harley da anzukommen. Ist schon Next Level wieder. So, filtern wir mal ein bisschen. Wetter ist halt hammer nice, Leute. Es sind einfach 25 Grad Sonnenschein. Es ist 10 Uhr morgens. Es ist einfach, ich liebe den Sommer. So unglaublich toll. Es ist auf jeden Fall noch eine Menge geplant, auch mit Husky Lasse. Wir beide wollen noch zusammen eine Runde in den Urlaub schreddern. Ich bin mal gespannt. Ich habe hammer Bock. Wohin es geht, ihr könnt mal ein paar richtig geile Urlaubsziele uns schreiben. Also, wo man unbedingt mal hinfahren müsste, wo geile Strecken sind zum Ballern, wo aber auch. Ich liebe es, ans Meer zu fahren. Also auch so ein bisschen ein paar unbekanntere Strände, sage ich jetzt mal, wo jetzt nicht jeder touristisch tummelt wie so eine Sardelle. Da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Also schreibt mal alles, was ihr so wisst, in die Kommentare. Ich hätte eigentlich Bock auf Kroatien. Bro. Und ja, das würde mich voll interessieren. Wir haben gestern ein iPhone gekauft. Und es geht halt einfach nicht mehr an. Es hat sich gestern aufgehangen und geht nicht mehr an. Auch richtig strange. Ich fahre das jetzt wieder zu so einem Apple-Reparaturservice und dann sollen die es einmal durchchecken. Und wenn das sich irgendwie nur aufgehangen hat und ich zu dumm bin, das neu zu starten, dann ja, geht das halt wieder zurück. Es halt, kann eigentlich nicht sein, ne? Gefällt es dir gut? Richtig. Ja, das Wetter ist auch richtig cool, ne? Ja. Sehr schön. Also sollen wir jetzt eine Harley kaufen, sagst du? Sehr gut. Wie sieht das da aus mit dem hinten mit dem Sitz? Also auch mit den Füßen und so? Ist das bequem oder musst du dich da irgendwie verkrampfen? Nee, das Einzige, was stört, ist der Rucksack zwischen uns. Ja, okay. Ich habe noch einen Rucksack an, Leute. Ja, finde ich auch. Ich finde auch vorne, also du hast jetzt ja den Sitz vorne gesehen. Der sieht echt unbequem aus, aber es geht voll klar, finde ich. Ja, ich würde sagen, wir bringen sie jetzt einfach mal schnell weg und dann drehen wir hier noch einen kleinen Vlog für uns alleine. Einmal zum, wie gesagt, zu der Apple-Reparatur. Dann sollen die sich das einmal durchchecken. Und wenn nicht, geht es halt sofort wieder zurück. Das finde ich halt hammer dumm. Alleine wieder unterwegs auf der Bauer. Jetzt können wir doch eigentlich ein paar Chicks klären, oder? Wenn wir schon mal hier zu zweit unterwegs sein können. Aber wir lassen das lieber, sonst werde ich wieder geschlagen und gelüncht. Das wollen wir auch nicht. So. Oh, jetzt bauen wir das hier richtig im Tunnel, Alter, krank. Ha. Ja, dann ist geplant, dass es gut sein könnte, dass die KTM weggeht. Dass die KTM verkauft wird, weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das wirklich durchziehen möchte, weil ich halt echt schon, sie liegt mir halt richtig am Herzen, muss ich sagen.
Aber ich hatte auch schon Bock auf die 2020er jetzt darum. Ich bin ein bisschen am struggeln, was kommt. Wobei ich richtig Bock hätte auf so ein Umbauprojekt mit der 220er, dass man die so von Grund auf also richtig geil macht. Dann auch mit FMF, richtig geilen Felgen, richtig geile Bremsanlage, Fahrwerk verändert, Dekor verändert. Also dass man die halt wirklich komplett auf Maximum ballert. Hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Hätte ich richtig Bock drauf. Hi! Haha! Hey. Ja, wir nehmen eine schöne Abkürzung, Leute. Das wissen ja aber die wenigsten. Und da ist der Smartphone-Service. Ah ja, ist ja nice. Können wir direkt hier runter? Kranke Scheiße. Das lohnt sich ja 10-mal hier gerade. Leider wurde mir jetzt gesagt, das Handy hat einen Hardware-Schaden. Das heißt, er ist auf jeden Fall kaputt. Saugeil nach einem Tag. Grüße gehen raus an Apple. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man das Handy jetzt quasi zurückbringen kann, beziehungsweise dass man dann ein neues Handy bekommt, weil es kann halt wirklich nicht sein. Das größte Problem ist, dass das Firmware unbekannt ist und sie in ein paar Tagen erstmal nicht mehr in Deutschland ist. Und bis dahin muss das eigentlich geregelt sein. Und das Projekt sehe ich jetzt gerade ein bisschen scheitern. Ich bin mal gespannt, was mir gleich gesagt wird. So, was hast du vor? Wenn ihr irgendwelche Videoideen habt oder sowas, ne, ballert das mal einfach in die Kommentare. Ich glaube, das wird jetzt hier eher so ein stumpfer Vlog. Ich weiß nämlich gar nicht, worüber ich reden soll. Ich bin gerade so ein bisschen angenervt vom Handy. Das fuckt mich gerade schon so ein bisschen ab. Von 1 bis 10 schon so 35. Ja. Hallöchen. Er denkt sich so, Digga, scheiße, Mann, was kommt da hinter mir an? Ciao, genau hinter meinen Freunden, Alter. Let's go, Boys. Was geht ab? Ja, Lümmel. Geben wir mal nicht unnötig Lärm hier. Und die 5000 Kilometer haben wir geknackt. Liebe Grüße gehen raus an Godzilla Jaski, dass ich mehr fahre mit dem Bike als sie selbst. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann das auch nochmal erzählen. So ein Moped hier, wenn ihr Bock habt, 16 Uhr 20 bis 20, 30, einfach nur eine Feierabendrunde, kostet 70 Euro. Geht hammerklar. Einfach so ein bisschen Harley-Feeling, richtig geil bei dem Wetter und so. Schockt's mega. Kann ich nur empfehlen. Checkt auf jeden Fall mal deren Website ab. Und yes. Ist auf jeden Fall, man fällt auf. Und was ich halt auch geil finde an den Dingern, dass sie halt nicht komplett voll mit Werbung sind, zum Beispiel wie von Sixt oder so, dass man halt irgendwie so eine fahrende Litfaßsäule ist und so. Das feiere ich immer gar nicht. Darum, das ist echt, man fährt Harley, sieht aus wie seine eigene, kann so ein bisschen rumblobbern hier. Auch zu zweit eine Tour ballern ist schon extrem geil. Ich feiere das übel. So Leute, Miss Unbekannt, komm her du, darf heute mal eine kleine Runde Harley fahren. Gestern saß sie noch hinten drauf und heute lassen wir sie mal alleine fahren. Wenn du die kaputt machst, bist du jetzt für 5 Jahre mein Knecht, okay? Alles klar, also, let's go, ist eigentlich gar nicht so schwer. Du hast den Schlüssel in der Tasche, das ist Keyless Go, das heißt, du musst ihn einfach nur in der Tasche lassen, eigentlich ziemlich cool, finde ich. Guck mal, hier musst du einfach den jetzt nach oben. Okay, und jetzt kannst du weggehen. Cool, jetzt hast du abgeschlossen. Okay, dann setz dich erstmal rauf. Aha. Probier mal so ein bisschen die Maschine zu halten. Die ist halt jetzt nicht mega leicht, ne? Ja, mach mal den Ständer da rein. Okay. Aha. Steht dir auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. Ja? Ja. Gefällt mir. Willst du das nehmen? Ja. Okay, dann mach mal jetzt den Motor an. Das heißt, wir müssen. Muss ich erstmal runter? Genau, einmal runter. Und jetzt mach erstmal neutral rein. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich keine Loser sein, sondern machen mal einen Ausdruck.
richtig schwer bei der ist. Ich glaube sogar, so als zierliches Mädel ist so um die Kurve fahren. Wir können das jetzt mal nicht gucken, aber sie fährt da hinten jetzt gerade um die Kurve. Bin mal gespannt, wie gut sie das macht. Das ist meiner Meinung nach so das Schwerste am Harley fahren. Einfach so an der Ampel anhalten, zu ganz, ganz enge Kurven fahren, wo man wirklich fast rollt. Das sind so ein paar die Schwierigkeiten, aber wenn man erstmal drauf sitzt, guckt euch das mal an, wie geil das einfach aussieht. Das ist richtig cool. Sehr, sehr geil. Wir müssen dich jetzt leider davon runterkicken. Genau, wir bringen das gute Stück jetzt zurück. Und dann wollen wir heute Abend vielleicht noch eine Runde KTM fahren, müssen wir mal gucken, ne? Mal schauen. Wetter ist halt richtig geil. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Na? Nick mal so. Der fällt direkt runter. Alles klar, Leute. Haut rein. Mach's gut. Willst du noch Tschüss sagen? Tschüss.